neutral sein. Das heißt, dass ihr möglichst langen Weg zwischen Schädeldecke und Steißbein habt. Dass ihr keine Verdrehungen in der Wirbelsäule habt oder ähnliches. Das heißt, in der Neutralstellung sollte es auch so sein, dass man die flache Hand, seht ihr jetzt schlecht von hier, wenn man es von da macht, unter die Lendenwirbelsäule, also zwischen Matte und Lendenwirbelsäule, noch ungefähr so viel Platz ist, dass man eine Hand darunter schieben kann. Das ist die neutrale Stellung. Wenn ihr Rasen jetzt die Beine einmal anzieht, würde meine Hand zum Boden drücken. Ja? Aber meistens ist es wichtig, dass ihr die neutrale Stellung immer beibehaltet, egal welche Stimmung ihr gleich machen könnt. Auch einmal ausprobieren, bitte. Genau die gleiche Position geben. Natürlich habt ihr jetzt keinen, der die Hand dazu verschieben kann, aber ihr müsst auch selber mal ausprobieren. Einfach nur Knie zum Boden anziehen, und dann merkt ihr schon, wie die untere Rücken Kontakt zum Boden aufnehmen. Kein Platz. Jetzt versucht der Jan, die drei Punkte, die wir gerade angesprochen haben, hier zu verdeutlichen. Einmal, ihr merkt die Atmung schön ein und aus. Eigentlich wie er schön seinen eigenen Rhythmus findet hierbei. Kann man wirklich deutlich erkennen, dass die drei Punkte, die wir gerade eben genannt haben, zu sehen sind und somit wurde die Übung sehr effektiv gestalten. Gut so, ja. Sehr schön.